Ein herzliches Willkommen, liebe Waage, zur Tarotskoplegung mit Ella. Schön, dass du da bist. Wir sind in der Woche 4. bis 10. März 2019 und wir schauen, welche Energien für dich in dieser Woche vorherrschen. Du schaust, ob das in deiner Situation hilfreich für dich ist. Das ist nämlich das, wofür es da ist. Es soll dich inspirieren, Lösungsansätze geben und dich auf Ideen bringen, auf die du vielleicht alleine nicht gekommen wärst. Sollte das für dich nicht passen, ist das vollkommen in Ordnung. Du darfst nur nicht versuchen, das krampfhaft irgendwie passend zu machen, weil das würde dir dann nicht wirklich weiterhelfen. So, wir schauen jetzt mal, was von außen kommt, was deine Umgebung dir entgegenbringt. Und wir haben die Königin der Stäbe. Das ist Feuerenergie. Das ist ja jetzt bei der allgemeinen Legung sowieso geschlechterunspezifisch, kann ein Mann oder eine Frau sein. Von außen ist das Feuerenergie. Feuerzeichen sind Widder, Löwe oder Schütze und kann natürlich auch feuriges Temperament sein und muss jetzt nicht unbedingt nur ein Feuerzeichen sein, kann auch jemand anders mit Feuer in seinem Horoskop sein. Wir haben die Karte, wie du dich fühlst, wie du über dich denkst, dein Wunsch in dieser Woche. Deine Hoffnung und Ängste, was gut für dich ist, was nicht so gut ist und natürlich den möglichen Ausgang in dieser Woche. So, dann haben wir die Wochenkarten dabei, also für jeden Wochentag die Karten mit einem anderen Kartendeck. Auch das kann variieren, das muss nicht exakt der gelegte Tag sein. Ist ja eine allgemeine Legung, wenn es dir weiterhilft, wunderbar, wenn nicht, dann muss es dir auch nicht weiterhelfen. Es ist einfach dazu da, dich zu inspirieren. Und wenn es dich nicht anspricht, ist es halt nicht für dich gedacht. Wir gucken mal, welche Energien du deinem Umfeld entgegenbringst in dieser Woche. So, die liebe Waage, was haben wir denn? Wir haben Königin der Kelche. Das ist liebevolle Energie, das ist sich kümmern, das ist so, ja, wenn jemand traurig ist, wenn jemand Hilfe braucht, liebevolles Dabeisein, Händchen halten meinetwegen, jemanden in den Arm nehmen, der traurig ist. Eine sehr schöne Energie. So, dann haben wir Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und den Sonntag. So, wir wollen natürlich als erstes wissen, wie du dich fühlst, wie du über dich denkst in dieser Woche. Wir haben die 9 der Münzen. Unabhängigkeit, viel erreicht und natürlich auf eigene Kappe erreicht und stolz darauf und man geht weiter. Also, du bist ganz zufrieden mit dir, das ist doch schön. Dein Wunsch in dieser Woche ist das Rad des Schicksals. Du möchtest Glück haben. In welcher Form? In welchem Bereich? Natürlich in allen Bereichen, ist klar. Aber ich denke mal, dass du da schon spezielle Ideen hast, in welche Richtung das gehen sollte. Dann schauen wir mal Hoffnung und Ängste. Da haben wir den König der Schwerter. Das ist eigentlich so deine Energie. Der König der Schwerter ist sachlich, ist geradlinig, wahrheitsliebend, kann gut kommunizieren, kann gut präsentieren, verkaufen, wie auch immer, kann auch möglicherweise ein Rechtsanwalt, ein Richter sein. Hoffnung und Angst kann einerseits bedeuten, als Hoffnung etwas vernünftig rüberzubringen, zu erklären, weiterzugeben. Angst kann natürlich sein, dass du jemanden hast, der, sag ich mal, ohne Rücksicht auf Verluste seine Meinung äußert und dann wirklich auch vielleicht ein bisschen uncharmant ist. So, dann haben wir, was gut für dich ist in dieser Woche, wir haben die 9 der Stäbe. Die 9 der Stäbe ist gewappnet sein und natürlich auch kämpfen bis zum Äußersten. Die 9 der Stäbe ist kurz vor der 10 der Stäbe, diese Belastung abwerfen, aber hier kämpfst du bis zum Letzten. Anscheinend ist es dir das wert und das, ja, das muss man akzeptieren. Du musst nur aufpassen, dass du deine Kräfte nicht, ja, verlierst, wenn du dich bis zum Äußersten in eine Sache reinhängst. Das kann Überarbeitung sein, das kann einfach viel zu viel sich aufzuladen bedeuten, freiwillig, weil man etwas erreichen will, weil man halt den Wunsch hat, das Glück, ja, ein bisschen zu pushen. Also ein bisschen aufpassen auch auf die Gesundheit. Nicht so gut für dich in dieser Woche ist die 10 der Stäbe. Ja, Belastungen. Und ich denke mal, die ist deshalb nicht gut für dich, weil du dir zu viel aufgehalst hast.
Du bist vielleicht selbst schuld, dass du die 10 der Stäbe auf dem Buckel hast. Und das ist nicht gut. Und da solltest du vielleicht versuchen, Abstriche zu machen, ja? Auch vorher schon. Der Ausgang in dieser Woche ist die 9 der Schwerter. Das heißt, du machst dir auch um vieles viel zu viel Gedanken. Das kommt aber auch davon, wenn man ausgepowert ist, dann kann man auch irgendwann nicht mehr klar denken. Ganz klar. Dann macht man sich zu viele Gedanken, die Gedanken fahren Achterbahn, man kann nicht mehr schlafen, man ist einfach überlastet. Schauen wir mal, was die Wochentage sagen. Montag haben wir den Wagen. Es geht voran. Es tut sich vieles. Es ist die Erfolgskarte. Die liegt direkt unter der 9 der Stäbe, der Münzen, Entschuldigung. Und bedeutet halt, du ackerst und ackerst und ackerst und hast auch Erfolg und das geht auch weiter so. Die Frage ist nur, wie lange hält deine Gesundheit das durch? Am Dienstag haben wir das Ass der Schwerter. Das ist so eine Energie, irgendwo mal einen Schnitt zu machen. Ja, das kann man da ruhig wörtlich nehmen, bei dem Ass der Schwerter zu sagen, so, wo stehe ich gerade, wo will ich hin, was brauche ich nicht oder was muss ich ändern, damit ich smarter arbeiten kann, ja, damit ich es leichter habe. Am Mittwoch haben wir das Ass der Stäbe. Da ist Leidenschaft im Spiel und Leidenschaft hat mit Gefühlen zu tun, hat auch mit Liebe zu tun vielleicht, ist die körperliche Liebe natürlich. Nur wenn du ausgepowert bist, ist da nicht mehr viel übrig, womit du körperliche Liebe betreiben könntest, ja? Also Neubeginn hier, erstmal den Schnitt zu machen, wie kann ich das intelligenter angehen und wie kann ich meinen Leidenschaften frönen, ohne dass ich dann körperlich total ausgepowert bin. Wir haben die 3 der Münzen. Ach, das Zauberwort ist Zusammenarbeit. Wir machen etwas gemeinsam. Delegieren. Ja, ich weiß, dass du ein harmoniebedürftiges Sternzeichen bist, liebe Waage, und dass du ungerne, ja, ich sag mal, Leuten sagst, was sie zu tun und was sie zu lassen haben. Aber ich glaube, du kannst trotzdem gut delegieren und auch mal ein bisschen abgeben. Du musst ja da überlegen, dass andere davon auch profitieren, nicht nur du. Am Freitag haben wir die Stärke. Das heißt, du setzt deine Stärke dazu ein, den anderen zu sagen, so, wir teilen die Arbeit so und so ein. Das ist gut. Dann haben wir den Hierophanten. Der Hierophant ist die Institution. Das kann die Firma sein, das kann die Institution der Kirche sein, das kann die Institution der Ehe sein und es kann bedeuten, dein Selbstvertrauen wächst. Danach haben wir den Mond. Unbekanntes. Es kann sein, dass sich viele Dinge verändern, unbekannte Dinge auf dich zustürmen, kommen, ja, und deswegen sollte man gewappnet sein und sich nicht schon vorher verausgabt haben. Wir gucken mal. Wir haben das dritte Kartendeck und wir schauen da ein bisschen genauer hin. Von außen ist ja die Feuerenergie und du hast hier die Königin der Kelche, Feuer und Wasser, also Gefühl und Leidenschaft. Leidenschaft hast du hier auch. Und Gefühl, haben wir hier irgendwo Kelche? Ja, ich sag mal, der Wagen ist ja auch Krebsenergie, das ist ja. Aber ansonsten mehr Leidenschaft und Münzen und natürlich Schwerter. Gucken wir mal, wie du dich fühlst, wie du über dich denkst. Die 9 der Münzen. Du bist stolz auf dich, du hast viel erreicht, du bist erfolgreich. Und wir haben das Ass der Schwerter, ein Neubeginn. Also auch irgendwo dieser Gedanke, es anders mal zu versuchen. Und das ist nicht verkehrt, ja, damit du eben auch deinen Erfolg und das, was damit zusammenhängt, genießen kannst. Das Rad des Schicksals ist dein Wunsch, ja, die 8 der Schwerter, ja, Hamsterrad im Kopf und der Magier. Denk dran, du manifestierst, was du denkst. Und wenn du in dem Hamsterrad drin bist, manifestierst du noch mehr Hamsterrad. Deswegen musst du versuchen, dort auszusteigen. Ja? Und dich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Vielleicht mit leidenschaftlicheren Dingen, die dir eher Freude machen als Arbeit. So, Hoffnung und Ängste, König der Schwerter. Ausgewogenheit, das ist das Zauberwort. Du bist ein Sternzeichen, das auch gerne Harmonie hat, alles ausgewogen hat. Und manchmal muss man auch ein bisschen dafür kämpfen, natürlich. Und der Ritter der Kelche, da haben wir sie, die Kelche, Gefühl. Ja, also auch Gefühl in die Sachlichkeit bringen. Ja, gefühlvoll, charmant die Dinge rüberbringen und mit den Leuten sprechen. Und dann kriegen wir das auch hin mit den 6 der Münzen. Gut für dich ist, dass du bis zum Äußersten kämpfst. Du hast auch eine Enttäuschung oder mehrere hinter dir. Wir haben die Veränderung. Das heißt, die Enttäuschung geht vielleicht auch langsam weg.
Also, dass du mit dem Tod die Veränderung hast, dass die Enttäuschung langsam verschwindet. Ja? Oder du kämpfst dafür, dass du nicht enttäuscht wirst. Ja? Dass du aufpasst, dass du nicht enttäuscht wirst. Ja? Wir haben hier die 10 der Stäbe, das ist nicht gut. Wir haben den Gehängten und wir haben die 7 der Schwerter. Das ist eben die Karte, dass jemand versucht, auf deinem Rücken irgendetwas für sich Positives dabei rauszuholen. Und du hängst in der Stagnation und weißt gar nicht wirklich, was da passiert. Deswegen machst du dir wahrscheinlich als nächstes auch Hölle viel Gedanken. Das Problem ist nicht, dass du es nicht weißt, sondern dass du merkst, dass du irgendwie körperlich nicht mehr so kannst, weil du eben zu viel um die Ohren hast. Wir haben die 9 der Schwerter, wir haben den Herrscher und wir haben die 10 der Stäbe nochmal. Und die 10 der Stäbe müssen weg. Und damit heißt es, du musst delegieren, du musst weitergeben, abgeben an andere und lass dich hier nicht über den Tisch ziehen, dass du dir noch mehr aufhalst, nur weil du nicht Nein sagen kannst. Ja, dann musst du das eben lernen. Wir haben den Wagen hier, es geht voran mit den 10 der Münzen und dem Teufel, der Obsession. Das ist das, du arbeitest zu viel, du mutest dir zu viel zu und du willst zu viel erreichen. Anstatt das, was du hast, zu feiern, und das, was du hast, zu genießen, willst du immer noch mehr. Und das ist nicht gut. Ja? Da haben wir das Ass der Schwerter. Wir haben die 3 der Stäbe und wir haben die 10 der Schwerter. So, du schielst schon wieder nach neuen Horizonten und möchtest dich für neue Dinge entscheiden. Aber du solltest erstmal gucken, dass du die Altlasten, das, was dich auch belastet, hinter dir lässt. Also bevor du was Neues beginnst, lege alte Dinge ab. Beende alte Projekte, bevor du neue beginnst. Ja? Wir haben das Ass der Stäbe, Mäßigkeit und 4 der Kelche. Wenn du dich nämlich nicht mäßigst, ja, kannst du ein leidenschaftliches Angebot gar nicht wahrnehmen. Ja, das ist die Aussage dieser Karte. Ja, du möchtest gerne dann auch mal Sex und körperliche Liebe genießen, aber wenn du ausgepowert bist und keine Zeit hast, wird das schwierig. Wir haben die 3 der Münzen, die 8 der Münzen und den Ritter der Münzen. Das heißt, geh es langsam an, delegiere, arbeite mit anderen zusammen, ja, um dir Zeit freizuschaufeln für ein schönes Leben, für ein leidenschaftliches Leben, also auch neben der Arbeit. Stärke. 6 der Schwerter, wunderbar. Auf in ruhigere Gewässer. Fahr mal in Urlaub, du bist unabhängig. Also mach es, ja, mit deinem Partner, deiner Partnerin oder du schließt dich einer Gruppe an, ja, Gleichgesinnte. Der Hierophant, was ist der Hierophant? Ruhephase. Dein Selbstwert steigert mit dem Moment, wo du dir sagen kannst, ich habe die Ruhe, mich um mich zu kümmern. Nicht um andere, nicht um Geschäfte, sondern um mich. Und dann kommt die Leidenschaft mit dem Ass der Stäbe. Ja? Wenn du sonst nichts um die Ohren hast, ja? Wenn du dich mal wirklich fallen lassen kannst. Wir haben den Mond. Es geht auf zu neuen Gefilden. 8 der Kelche und 2 der Stäbe. Das heißt, du wirst dich neuen Dingen mit Gefühl zuwenden und bedacht und du bist geschickt genug, eben das Bessere zu wählen, wo du eben nicht mehr nur noch arbeitest und nicht mehr lebst oder nur noch lebst, um zu arbeiten, statt zu arbeiten, um zu leben. Und wir haben etwas ganz Wichtiges von Erzengel Michael, Vertrauen, die erste Orakelkarte. Dazu gibt es ein Gebet. Erzengel Michael, bitte verleihe mir deinen Mut und deine Kraft. Hilf mir zu erkennen, dass ich eins bin mit allem, was göttlich ist. Weisheit, Stärke, Liebe, Kreativität, Fülle und Gesundheit. Erlaube mir, Vertrauen und Frieden zu empfinden bei allem, was ich tue. Ja, das bedeutet natürlich auch, dass du deine körperlichen Signale erkennst. Ja? Diese Königin der Kelche hier bedeutet einfach, sei gut zu dir selbst, kümmere dich um deine Bedürfnisse, um das, was dich gesund erhält. Ja? So, die zweite Orakelkarte von den Weisheitskarten der Seele. Der Zauberer,
der Bewusstheit, die Nummer 3. Ich lese dir gleich vor, wenn ich die gefunden habe hier. Moment. Der Zauberer der Bewusstheit. Deine Seele weiß es am besten. Werde still und lausche. Bei der Achtsamkeit geht es darum zu beobachten und in Bezug auf das Geschehen in der Welt um dich herum neutral zu bleiben. Dasselbe gilt auch für die Vorgänge in dir selbst. Wenn du innerlich zu kämpfen hast, so beschert dir der Wechsel in die Position des Beobachters eine neue kraftvolle Perspektive, die jedes Unbehagen und jede Überreizung zu relativieren vermag. Du bist jetzt fähig, die Dinge klar zu sehen, unbelastet durch dein Wünschen und Urteilen. Die Welt auf diese Weise wie eine lockere Kleidung zu tragen, setzt das Gefühl voraus, dass nichts von dem, was dir widerfährt, letztlich persönlicher Natur ist. Menschen kommen und gehen. Erlebnisse entwickeln sich in beständigem Wechsel und Wandel von einem Stadium zum nächsten, ungeachtet deines Wunsches nach Dauer und Beständigkeit. Der Zauberer der Bewusstheit fordert dich auf, dein Bedürfnis, deine gegenwärtigen Erfahrungen zu definieren oder zu limitieren, aufzugeben. Es ist alles gut, wie es ist. Lass es geschehen und sieh zu, wie sich die Dinge auf ihre eigene wunderbare Weise entwickeln, ohne direkten Einfluss darauf zu nehmen. Ja, das passt sehr gut dazu, dass du ein bisschen Entspannung und Ruhe brauchst und so ein bisschen in dich gehen sollst und gut zu dir selber sein sollst, liebe Waage. Ja, die Dinge zu erkennen, die dich vielleicht zu sehr von den schönen Dingen fernhalten oder Dingen, die du vielleicht ja als selbstverständlich hinnimmst und dann ja einfach mal bewusster Kleinigkeiten zu sehen, Beobachter zu sein beim großen Getöse, was so das Geschäftliche betrifft, ja, und nicht direkt mitwirken zu können, vielleicht zu belächeln, wenn du die anderen in ihrem Hamsterrad siehst, anstatt selber in einem rumzuhampeln. Ja, das sind so die Ansätze, die ich darin sehe. Ich hoffe, das ist hilfreich für dich. Du kümmerst dich um dich und genießt das dann auch. Ja, und ich würde mich freuen, wenn das hilfreich für dich ist. Dann gerne deine Kommentare. Ich bin ja auch gespannt, wie ihr das umsetzen könnt, wie euch das betrifft oder wie ihr euch darin wiederfinden könnt. Und wenn es dir hilfreich ist, gerne ein Däumchen hoch. Das hilft meinem Kanal. Und ja, ich freue mich, von dir zu hören. Bis bald. Tschüss.